letzten Video ganz kurz die Evolution von Nullchecks und wie uns .NET 6 jetzt wieder hilft, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. So, was ich hier habe, ist ein .NET 6 Preview-Projekt in Visual Studio 2022, auch in der Preview-Version. Und ich möchte euch zeigen, was sich da alles so getan hat in den letzten Jahren, in der letzten Zeit zum Thema eben der Parameterprüfung. Wir alle wissen ja, wenn wir eine Methode haben, foo, die bekommt zum Beispiel übergeben einen String x, dann ist es ja keine gute Idee, hier einfach zu sagen, okay, x. keine Ahnung, to upper. Warum ist das keine gute Idee? Also nochmal console-write-line von mir aus. Warum ist das keine gute Idee? Das Problem ist, dass die Funktion foo so aufgerufen werden kann. Foo mit null. Und wenn wir hier null verwenden als Wert für dieses x, dann haben wir das Problem, dass wir auf null keine Methoden aufrufen dürfen. Denn hier kommt dann eine echt hässliche Null Reference Exception. Und naja, gut, das wollen wir irgendwie vermeiden. Daher, öffentliche Funktionen sollen immer die Parameter entsprechend überprüfen, ob diese auch einen gültigen Wert haben. Und diesmal eben gezeigt mit diesem String und x und hier, gibt es eh schon ein paar Warnungen, die Visual Studio inzwischen für uns macht. So, wie hat man es früher gemacht? Früher machte man zum Beispiel sowas, if x gleich gleich null, dann machen wir throw new, wir werfen einen Fehler, argument null exception, wie könnte die Fehlermeldung sonst besser sein? Und hier sehen wir, der erste Wert wäre der Parametername, also name of x und hier noch eine irgendwelche Message, ja, darf nicht null sein zum Beispiel, wobei das die Argument null exception ohnehin schon impliziert. Wir können die Fehlermeldung auch weglassen. Okay, so. Das Ganze ist aber durchaus aufwendig zu schreiben. Vor allem, was ist, wenn wir nicht nur null abfragen wollen, sondern auch zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, x an der Stelle 0, ja, to upper oder solche Sachen. Also, wenn wir sagen, okay, es soll auch nicht leer sein, ja, dann hat man es mal so gemacht und also oder x gleich gleich leer. Was das gleiche ist wie string.empty. Dann hat es eine Verbesserung gegeben, dass wir sagen, okay, wir können sagen, String.isNull or empty, eine statische Methode auf den Datentyp String, können wir abfragen, ob dieses String null oder eben leer ist. Das ist das gleiche wie vorher. So, dann kommt man noch auf die Idee, okay, ich möchte nicht nur null abfragen oder leer, sondern auch nur Leerzeichen. Ja, wäre auch blöd. Oder Tabulatoren. Und dann gibt es eine Methode isNull or whitespace. Ja, also ein Tabulator, ein Leerzeichen, wenn es nur ein Enter wäre, das wäre alles Whitespace, also etwa Steuerzeichen, die man nicht sieht. Okay, nichtsdestotrotz ist das alles ziemlich viel Arbeit, die wollen wir uns erleichtern, die wollen wir uns sparen. Beziehungsweise ist es auch blöd, wenn wir das vergessen. Inzwischen warnt uns Visual Studio, in .NET 5 wurde eingeführt ein Fragezeichen und dieses Fragezeichen sagt, Achtung, dieser Wert könnte auch null sein. Nullable Types gibt es ja schon länger für primitive Datentypen, wie zum Beispiel int, darf, also int y darf ja den Wert 3 annehmen, 4, 5, 6 etc. Aber int darf keinen Nullwert annehmen. Deswegen gibt es Nullable Types, gibt es auch ein Video dazu, wie man das ungefähr umsetzt, mit Fragezeichen, dann der darf er auch null annehmen, was nichts anderes ist wie eine C-Sharp-Vereinfachung vom .NET Framework-Feature des generischen Nullable von Int-Datentyps, also von dieser Struktur. Das ist sozusagen die C-Sharp-Schreibweise, die kurze von diesem Datentyp. Okay, also durch dieses Fragezeichen, das haben Sie jetzt auch für Reference-Types, also so Sachen wie Strings und Objekte eingeführt, die von Haus aus null sein können. Denn wenn dieses Fragezeichen da ist, dann gibt es zumindest eine Warnung, wenn wir keinen Null-Check haben. Also, wenn ich hier Null übergebe, bekomme ich die Warnung, wenn ich kein Fragezeichen habe. Wenn ich die Warnung weghaben will, dann gebe ich hier das Fragezeichen her, dann bekomme ich von Visual Studio eine Warnung, dass ich auf dieses X zugreife, ohne dass ich vorher überprüft habe, ob dieses Null ist. Das sehe ich an dieser grünen Wellenlinie. Also, vorher überprüfen und das ist
schön, das ist mit der letzten Version also gekommen. Ja, if x gleich gleich null, dann keine Ahnung, throw new argument null exception, was? Throw new argument null exception, name of x. Ja, jetzt haben wir den Null-Check und jetzt verschwindet auch diese Warnung. Also Visual Studio macht hier einen guten Job. Dieses Fragezeichen brauchen wir grundsätzlich nicht. Es ist dazu da, damit wir weniger Fehler bauen. Soweit, so gut. Aber immer noch viel zu viel Tipparbeit. So, wie können wir diesen Null-Check vereinfachen? Eine Möglichkeit ist es, den Discard zu verwenden. Also es wurde mit C# 8, 9 oder so, wurde eingeführt diese Discard. Und jetzt können wir sagen, okay, ist gleich x, und wenn x den Wert null hat, dann throw new argument null exception, name of x. So, das ist ein bisschen kürzer, wenn uns das if fehlt. Dafür können wir nicht mehr auf Whitespace oder so abfragen, zumindest nicht mit den zwei Fragezeichen. So, was macht dieses lustige Underscore-Teil? Und zwar folgendes: Wenn x einen Wert hat, dann wird dieser Wert diesen Underscore zugewiesen, und der Underscore ist ein reserviertes, ja, Schlüsselsymbol sozusagen, das dem Compiler anweist, dieses Ding wird ignoriert, das kannst du gleich wegschmeißen. Wenn x allerdings den Wert null hat, dann wird das hinter den beiden Fragezeichen ausgeführt und in dem Fall die Exception geworfen. Das heißt, das ist eigentlich eine etwas kürzere Schreibweise von String ignore this variable x gleich gleich null, wenn das oder ungleich null, wenn x ungleich null ist, dann x returnieren, sonst throw new argument null exception etc. Kennen wir schon. Nur, dass diese Variable wirklich existiert und diese wirklich ignoriert werden würde. Okay, das wäre schon kürzer, das wäre schon feiner. Allerdings mit .NET 6 gibt es noch eine kleine Verbesserung. Argument null exception Punkt throw if null. Endlich haben wir eine Art statische Extension Method, eine Methode, wo wir mitgehen können. Was ist das Argument? Ja, also das ist das, warum nicht Microsoft, warum nicht schon vor 10 Jahren so? Das ist echt wenig Tipparbeit, ja, prüft, throw if null, ja, wie sonst soll die Methode heißen, ja, wirf einen Fehler, wenn das Ding null ist, yippee. Ja, schön wäre, wenn wir hier vielleicht noch einen Check angeben könnten, der nur zusätzlich prüft, throw if null or whatever, sozusagen. Für Nullo Empty, Nullo Whitespace etc. Aber nichtsdestotrotz schon mal eine gute Sache. Also von dieser langen Schreibweise, ja, nochmal zur Erinnerung: if x gleich gleich null, then throw new argument null exception, throw new argument null exception, name of x. Viel zu viel Tipparbeit, wenn man weiß, dass es sowas gibt. Ups, sowas. Na gut. In diesem Sinne, ich hoffe, das Thema hat euch ein bisschen nahegebracht, was denn so geht in C# jetzt inzwischen, was denn in .NET Framework alles so geht, in welche Richtung es geht, nämlich in der Kürze liegt die Würze. Viel Spaß beim Selbstausprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.